die sind auch bereit. Wir sehen jetzt hier den Countdown, bis wir zum ersten Mal Kollisionen aufnehmen werden bei einer Rekordenergie von 13,6 Teraelektronenvolt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, be mode stable. Herzlichen Glückwunsch an alle, die beteiligt waren. Sehr gut, super. Bravo. Alle applaudieren. Bravo. Jetzt wird es richtig laut hier im CERN-Kontrollzentrum. Und auch in den, bei den Experimenten. So, und jetzt schauen wir mal, was Fabiola Giannotti, die Generaldirektorin des CERNs, zu diesem Meilenstein des LHC zu sagen hat. Heute am 5. Juli, 4:45 haben wir stabile Strahlen und Teilchenkollisionen bei einer Rekordenergie. Bevor wir zur Generaldirektorin gehen, schauen wir erst einmal, wie wir uns vorstellen können, wie die Daten im Computer Center ankommen. Wir sehen hier eine Kunstinstallation. Die verschiedenen Röhren werden von Wasser durchströmt und die verschiedenen Farben sind hier die Daten, die von den vier verschiedenen Experimenten kommen. Das heißt, wir schauen nochmal ganz kurz uns den Atlas-Detektor an. Die gelben Blocks, die wir sehen, das soll Daten visualisieren. Wir speichern gar nicht alles, was wir produzieren, sondern sortieren das erstmal grob vor. Und dann wird das, was wir speichern möchten, ans CERN Computer Center geschickt. Dort werden die Daten kopiert und abgespeichert. Wir müssen auch Daten rekonstruieren, das heißt, wir müssen aus diesen ganzen Nullen und Einsen irgendwie Teilchenspuren und die Teilcheninformationen herausbekommen. So, und jetzt gehen wir zur Generaldirektorin des CERNs, Fabiola Giannotti. Now here at this moment in the in the CERN, ein magischer Moment. Center, we just had collisions at an unprecedented energy, 13.6 tera electron volt.